Trotz der Häufung von Rechtsextremismusfällen bei der Polizei sieht Horst Seehofer, so wörtlich, kein strukturelles Problem in den Sicherheitsbehörden. Das stellt der Bundesinnenminister in Berlin bei der Vorlage des ersten Lageberichts Rechtsextremismus klar. In dem Bericht ist von knapp 380 Fällen von Rechtsextremismus in Sicherheitsbehörden von Anfang 2017 bis März 2020 die Rede. Zudem wurden 1064 rechtsextreme Vorkommnisse in der Bundeswehr gemeldet. Seehofer spricht von so wörtlich sehr geringen Fallzahlen und lobt die Arbeit der Bundesregierung. Ich will für unsere Regierung nochmal in Anspruch nehmen, dass noch keine Bundesregierung den Rechtsextremismus und seine Bedrohung so klar identifiziert und beim Namen genannt hat wie diese. Und dass noch keine Bundesregierung auch ein so umfassendes Maßnahmenpaket zur Bekämpfung von Rassismus, Antisemitismus, Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus vorgelegt und weitgehend vollzogen hat wie diese. Auch die Chefs der Bundespolizei und des Verfassungsschutzes werben um Vertrauen in die Sicherheitsbehörden. Seehofer betont aber auch, jeder bekannt gewordene Fall müsse konsequent aufgeklärt werden. In den vergangenen Wochen war der Minister wiederholt dafür kritisiert worden, dass er eine Untersuchung zu Rassismus in der Polizei ablehnt. Mehrere Bundesländer wollen dies nun in Eigenregie vorantreiben.